Ich habe noch das hier. Oma im Oma-Simulator, weil ich bin ja Senioren-Zocken-Ultra jetzt. Ich liebe die. Und seitdem wir die Busfahr-Simulator-Geschichten gesehen haben. Boah, das hat mich richtig fertig gemacht. Aber Oma im Oma-Simulator? Ich will einfach nur gucken. Gott sei Dank ist das vorbei. Ja, jetzt What lockern is wir uns in ein this bisschen aus doing? mit der Oma, die. Oh Gott, das Blut. Das wär so ein Spiel für mich gewesen, aber ich bin jetzt mal gespannt. Kind. Kind, das kannst du mit deiner Mutter machen, mit deinem Vater, aber doch nicht mit deiner Oma. Bitte nicht nachmachen. Übrigens, wir haben einen eigenen Discord-Server. Link ist Ja? da unten. Wir freuen uns auf euch. Wir Sehr gut. spielen heute den Oma-Simulator. Na, da zieh dich warm an heute. Peter, deine Aufgabe ist es. Ah, die spielen zusammen gegeneinander. Einer ist immer das Kind oder der Enkel und dann die Oma. Als Enkelkind deine Ja. Oma zu terrorisieren. Melitta, deine erste Aufgabe ist es, die grüne Pillendose zu nehmen. Du kannst mit der Taste E deinem Enkel einen verpulen. Ich wollte gerade sagen, KI ein paar scheuern. Das wäre schon mal dann angebracht. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Erstmal dem Enkel richtig schön eine steuern. Viel Vergnügen jetzt hier. Viel Vergnügen. Ja. Aber das funktioniert ja gar nicht. Ich habe jetzt den Punkt auf dem Tisch. Ich will Ach den du Tisch jetzt Schande, ich brech umhauen. mir ja das Genick. Ja, das ist ja doof. Als ob sie direkt einfach mit dem Kopf im Schrank hängt nach der ersten Sekunde. Oh Mann, ey. Wie komme ich denn zu meiner Pille? Wie kann man denn direkt mit dem Kopf im Schrank hängen, Alter? Das ist ja wie ich. Jetzt auf E, aber sie macht ja Und du nichts. hast hier so einen weißen Punkt. Den Ah. musst du auf Ja. Dinge legen, die, mit denen du interagieren sollst. Ja, wie kriege ich den denn da hin? Ich verstehe das jetzt alles gar nicht. Ja, wie krieg ich den wieder raus? Aha, hab ich raus. Okay, du sollst ins Wohnzimmer gehen Ja. und die Blumen gießen. Das ist ja Schlafzimmer. Musst du durch die Türe gehen? Ja. Mhm. Du musst deine Oma finden und sie ärgern. Ja, ich habe den Schlüssel mir schon mal geholt. E? Press E. Ach so, E. Jetzt hängt die schon Die wieder in der alte, Tür. das ist platt. Auch eine Flasche, die leuchtet. Ach, die ist auf, die Tür. Jetzt. So, und nun? Ja, durch da. Dieser weiße Punkt, der muss auf die Tür. Ja, so. Ah, dann gehen du ist sie ja da wieder. Ja, und jetzt drückst du. Nee, aber jetzt musst du ich erst bin nach gefangen hier. Du musst erst nach hinten gehen, Als weil ob wenn die du jetzt. alle. Ey, das ist so schwierig, glaube ich, für Leute, die natürlich nie diese WASD-Maussteuerung. Mir fällt es schwer. Ich komme kaum klar. Ich kann kaum leben. Aber für die muss es ja der absolute Horror sein. Man sieht jetzt unten links ein bisschen weniger, ne? Du machst. Aber ist jetzt so. Schlägst du sie dir vom Kopf? Guck mal, du. Oder ist jetzt nicht so? Komm. Ich verschieb mich. Ich mach mal kurz so. Warte. So. Und dann machen wir den hier und dann gehen wir mal ganz kurz. Du bist ja mit der Nase an der Tür. Das sehe ich, aber es geht trotzdem nicht. Ja, ist es denn? Doofes Spiel. Sie kriegt's denn jetzt? Bis Sie dahin kriegt's jetzt endet, hin. ja? So. So, Und die das. Blume futsch. Und zur nächsten Pflanze. So, Alte, jetzt musst du dich mal ein bisschen. Nicht die Wand hoch. Jan, du fällst noch hin. Grandma, du bist blöd. Nein, noch ein Stückchen. So, na, dann Oh mal Gott, die runter, Treppe, oh Gott, Oma. die Jetzt habe Treppe. die Pfanne. Du musst mal deine Oma suchen. Ich glaube, sie ist Ich habe erstmal die Pfanne, das verunglückt. ist wichtig. Jetzt stößt sie sich noch der Ommel auch noch. Also die Oma sammelt Pflanzen, die so aussehen wie Weed und das Kind. So, Was jetzt macht gehen wir das? wieder. Da ist Schlüssel ein sammeln? Blümchen. Gehe ich jetzt in den Garten oder Ach, das ist die die Tür? Ah, lol, es gibt auch so eine kleine Welt für. Ich wusste, dass Kinder eine kleine Welt haben. Ich war nie ein Kind. Aber das wusste ich, dass kleine Kinder auch kleine Türen haben, eine kleine Welt, wo die alles von regieren. Das ist Verschwörungstheorie jetzt. Jetzt aber. Du musst. Oma! Ach, die ganzen Schlösser da hinten. Nochmal. Hier durch. Ui, hier ist eine Schatzkiste. Da hat sie vielleicht ihre Zähne versteckt. In der Kiste. Ich hoffe, die Blumen sind nur alle hier. Nee, noch Zack. drei. Ei, Was jetzt geht sie passiert denn auf jetzt? die Kiste. Jetzt Mal bin ich gucken, was da gespannt. drin ist. Was ist in der Ui, ein Kiste? Hammer, den kriegt die Oma jetzt auf den Nischel. Oh, freche Jungs, keine. Ich liebe das, dass die so integriert sind in die Games. Ich finde das so geil. Verzichten, ja? Bring dich für deine Mutter wieder rüber, dann kann sie Nee, sich das ist mit ja dir scheiße. rumärgern. Jetzt rennt der schon wieder da hoch. So. Ei, jetzt ist er mit dem Hammer auf. Dieses Kind wird einfach nur krank misshandelt, Nischel gefallen. Das hast du nur davon. Oh Du je. sollst jetzt mal ganz lieb sein, dich umdrehen und jetzt geht's ab zur Oma. Georg, wo ist deine Oma? Das weiß ich nicht. Das Ich sammle weiß ich jetzt mal nicht. Gegenstände an. Die beiden, die waren auch, da gab es noch keinen Kontakt bei Zieh irgendwem dich von warm denen. an, Die ich machen komme einfach mit nur dem ihre Hammer. eigenen Oma. Dinger.
Du, den kannst du dir behalten, den Hammer. Sind noch mehr Türen da? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Als ob sie... Wieso wirft die jetzt? Habe ich ihr gar nicht gesagt. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Na? Die Pflanze ganz langsam und drauf. Auf dem Schloss. Oh. Ist das schön, der Enkel ist außer Sicht, dann kann er ja nicht anstellen. Die sehe ich ja nur nicht, jetzt habe ich ja erstmal einen Becher hingeschmissen. Ich sehe die Oma nicht. Viel zu geil. Ach, jetzt habe ich sie. Jetzt. Zack. Oh Gott. Jetzt habe ich sie gerammelt, die Oma. Jetzt ist sie umgeklatscht. Oh, ja. Oh, schnell abhauen. Jetzt sind wir nicht in Arsch. Die Oma muss erstmal eine Flicke machen, die muss erstmal hier raus. Ach, die Treppen hoch, stimmt ja. Oh, wie süß. Also zurück. Oh. Die rennt jetzt ja. Geht's los. Ui, jetzt hat's Treppe aber, hoch. Jetzt will sie die Treppen hoch. Die hinterher. Ach, siehst du, guck mal, da kann ich ja die Treppe runter. Ja. Guck mal, wo bist du denn? Jetzt kommen jetzt gleich die Geheimgänge. Ey. Was passiert jetzt? Oh, oh. Nein, nee, nee. Mich. Meinst du mir? Oh. Ach, das ist ja gemein. Oh, Meier. Das geht ja unter Kinder. Das ist ja eine boshafte Oma. Du das meine Güte. Der hat einfach dem Kind ins Gesicht. So ein böses Kleid. Ich brauche nicht viel, ne? Außer du trittst dem Kind ins Gesicht. Sag mal. Ah, jetzt hat er Angst vor mir. Jetzt rennt er weg. Das ist draußen. Oh. Da ist ah, da ist sie. So. Jetzt wird es gleich wieder gekickt, oder was? Oh. Aber das ist ja nun ganz schön hart. Leid. Dass die sich aber auch so darüber freuen. Oh Gott, jetzt wird es nochmal. Sie geht ja mit Kindern um. Oh weia. Das hat sie aber einen Arsch. Oh Gott. Oh weia. Jetzt habt ihr aber. Jetzt habt ihr aber. Jetzt hab ich da aber was verpasst, du. Ich tyrannisiere dich doch schon. Ui, die Oma. Na, du oh bist ja weia, brutal. Aber du stehst immer wieder auf. Alter, das ist aber brutal ins Spiel. Jetzt werde ich da erstmal hier die Glasflaschen mal, kaputt machen. Verkriech dich ja, verkriech dich ja. Oma ist hinterher. Bisschen Babyfreistoß. Du willst mich ärgern? Dir weghelfen, du. Ich tut mir jetzt auch leid, mein liebes Enkelkind. Hier ist die Küche. Wo ist jetzt die Pflanze? Gieß mal die Blume, bitte. Du sollst die Blume gießen, nicht mich suchen. Du wirst jetzt schon durchs Haus gekickt, der Arme. Nusa bon, nusa weg. Du siehst, ich habe das jetzt voll im Griff. Hat zwar eine Weile gedauert, aber... Da ist er. Was lange währt, wird gut. Halt, rechts, rechts, rechts. Ah. Ach, da. Ich mache jetzt alles hier kaputt. Jawohl. Dann hau ich dir die Lampe, hau ich dir jetzt auch runter. So, damit du dich richtig ärgern kannst. Umsonst hast du mir nicht so einen Fußtritt verpasst. Ja, getroffen. Und das Bett drunter geschmissen, jawohl. Ja. Ihren Ball dreht. Hatte der gerade einfach so einen Ninja-Stern in den Oberschenkel? Was ist das für ein Game? Wollte nicht heute noch Vanessa oder so? Also ich meine, was machen wir denn heute sonst? Wir streamen halt, ne? Einfach so auf entspannt. Vanessa, also Malwanne oder Kedos wollten noch dazukommen. Dann weiß ich auf jeden Fall, was wir später mit denen machen werden. Ein Tropfen. Anna, merkst du es? Du hast ein Messer am Bein. Nee, merke ich nicht. Aber dann kann ich doch boah, das blutet. Umdrehen und meinen Enkel wieder ballern. Ja, immer. Mein immer Enkel. Wenn er da ist. Ja, aber jetzt kriege ich ihn wieder nicht umgedreht. Aha, voll getroffen. Bist du im Garten? Das sag ich dir doch nicht, ich kenne dich doch. Du hast nur Pflaumen im Kopf. Nicht. Nee, nee, sie ist nicht im Garten. Sonst gießt sie immer die Radieschen, aber heute nicht. Wo ist denn das? Ich liebe das, dass die so drin sind in diesem Game und so ein bisschen Roleplay machen. Ich liebe das. Das ist so cute einfach nur. Dumme Enkelkind. Das dumme Enkelkind. Ich fall schon wieder runter. Da sagt er, ich hab doch nicht gesoffen. Verdammt nochmal, wo ist meine Großmutter geblieben hier? Ach, da oben. Was passiert denn da? Aber jetzt aber, hallo. Jetzt habe ich sie erwischt. Dein Enkel hat dir gerade was in den Kopf geworfen. Das ist aber nicht nett von ihm. Jetzt hat es. Oh. Ja, die will ich ja abwerfen. Oh, ah, du fliegst ja schon wieder hin. Du meine Güte. Mann, bin ich froh, dass mein Enkel außer Sicht ist, ja? So, wo war denn nur die Küche? Da ist ja dieses wunderbare Kind wieder. Das war wirklich langsam, die Alte. Geh in den Garten nach hinten, hinter das Haus und sammle 4 Blumen ein. Gut. Mhm. Ist im Garten hier? Nein. Okay.
Oh, da gibt's gleich wieder einen Babyfreistoß, ich sag's dir. Nein, ist er nicht. So, Blümchen weg. Ist das eine Fackel? Hey, was war denn bitte? Die haben eine Fackel. Ich hab der Feier. Oh, das überlebt doch nicht. Na, die gespaltene Oma. Na, du bist ja wirklich ein böser Junge, echt, ja? Die Oma, die hat eine Fackel im Hintern. Du, meine Güte, da stecke ich ja im Garten meine Bäume an. Oh, weia. Na, du bist ja gemein. Du bist aber ein böser Bengel. Ja? Ah, warte mal, ich krieg dich, mein Freund. Lass uns mal sehen, den nächsten Fall hast du im Hintern. Der hat aber auch nur zu viel Spaß gehabt. Kind, das kannst du mit deiner Mutter machen, mit deinem Vater, aber doch nicht diese mit deiner Fackel Oma. Ja, dann kannst du schimpfen, was du willst. Du hast die Fackel hinten drin. Du siehst ja aus wie eine Hexe, wirst du? Jetzt geht's wieder los. Was ist das? Zack. Alter. Ah, da ist mein Enkel. Warte mal, Freundchen. Die geht einfach durch die Fackel, Alter. Dir weghelfen, du. Dir weghelfen. Kick mal, jetzt reißt er aus. Der reißt aus. Feige auch noch, ja? Oma kaputt machen wollen und wegrennen. Oh, das ist eine gute Waffe. Die müsste ich mal nehmen, jawohl. Oh Gott, jetzt haben die das wieder. Aha. Jetzt aber. Aha. Ei, ja. Oh, jetzt hat sie mich aber erwischt. Na, sowas. Was passiert hier? Andersrum, komm. So, da. Huch, jetzt. Oh oh. Oh, oh. Das steckt in der Wand. Das machen wir nicht. Nee. Jetzt ist er im Regal. Also nicht nachmachen. Ey, wir müssen es unbedingt, wenn die anderen da sind heute oder wenn Vanessa oder so dazukommen sollte. Ich sag's euch, Leute, ich glaube, wir werden ein bisschen Babys kicken. Ja, jetzt fliegst du die Treppen runter, jawohl. Nee, das hast du fliegst da hinten, du bist bereit. Die Treppen hoch. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was so die Mission ist. Also die Oma muss irgendwelche Aufgaben machen und der Kleine muss sich nur ärgern, oder was? Was ist das Schwein hier ab? Aber ich habe die Pistole. Ich möchte jetzt erstmal das gute Kind ein bisschen beballern. Wie mache ich denn das? Ich möchte das Kind mal ein bisschen beballern. Was ist jetzt mit der? Bist du lieber Oma oder Enkel? Also dazu kann ich ja nur eine Sache sagen. Das ist ja ganz klar. Also. Nein, das ist falsch. Also. Das ist ein Echo. Dann kann ich dir nur sagen, ich wäre natürlich super gerne. Super gerne einfach nur das Baby. Ich wäre natürlich das Baby. Keiner kriegt mich. Und dann verschwinde ich in die geheime Kinderwelt. Natürlich bin ich das Kind. In der Zeit, wo du da rumrennst und mich suchst, mach ich dir alles kaputt. Die Tritik in deinen ehrenwerten Hintern kannst du fliegen lernen. Ich bin ja bloß froh, dass das Kind nicht mehr da ist. Ich komme. Oma, ich komme. So, ah, da bist du. Jetzt noch die Hosen, okay. Sind aber schon viele Aufgaben, die da. Oh Gott, jetzt schon wieder, oder was? Nee, komm. Das hat ja nichts gemacht und dieses Kind verdient. Ey, hab ich umgerannt. Boah, das wäre so geil gewesen, wenn sie nicht zu sehen, das hätte ihn schon längst. Aus dem Fenster getreten hätte, das wäre jetzt fantastisch gewesen. Weit auf der Kiste gekloppt. Oh! Jetzt muss ich aber auch lachen. Aber trotzdem ist das Spiel traurig. Der hat auch einfach so zu viel Spaß dran. Ich finde das gut. Unsinn hat der Bengel gemacht. Wo steckt er jetzt? Deine Oma ist in deinem Raum und räumt deinen Saustall auf. Genau. Ja, das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Jetzt aber nicht so vorlaut, ja? Wir haben ja noch mit einem Ausklopfer gekriegt. Da habe ich mich immer unter das Sofa versteckt. Weißt du? Das war auch witzig. Meine Mutter dann drunter gefuchtet und hat mich nicht erwischt. Aber. Ein Ausklopfer? Meine Mutter hat einen 7-Riemer gehabt. Hast du auch verdient, so wie du mir hinterher. Kennst du den? 7-Riemer? Ach, Alte, du machst es schon mal ganz gut. Jetzt sehe ich bloß nichts. Nee, da, halt. So, zack. Wo bist du denn eigentlich jetzt? Das ist das Schlafzimmer, das ist ja nicht das. Doch, da ist sie ja. Jetzt geht's wieder los. Was hat er jetzt? Er hat einfach eine. Oh, schnell weg. Schnell weg. Oh, mal komm. Überlege mal, wie ich noch das ist so cute, rumkrauche, ja, mit dem Pfeil da quer durchs Kreuz. So, Oma ist, steht parat. Komm, ich habe schon den Finger auf E, damit ich gleich dir ein paar ballern kann. Geh mal am Balkon, kannst du mal den Hintern abkühlen. Ich glaube, dann werde ich mich doch lieber wieder an die Aufräumarbeiten halten. Das Kind traut sich nicht. Jetzt ist, das hat er Kreuzschmerzen. Der will nicht mehr. Ja, Peter, ich weiß es nicht. Du scheinst nur noch zu einem Boden zu liegen. Welches ein paar Schlüssel hätte. So,
Granny wins. Du hast gewonnen. Man muss die umbringen in der Zeit. Das ist das Ziel dahinter. Oh, I love it, ey. Die sind immer zu cute, muss ich sagen. Das ist schon alles immer ziemlich geil.